Ein wichtiger Aspekt einer neuen Erweiterung ist oft die Auswahl im Erstelle ein Sim- und Baumodus, die für das Pferderanch Erweiterungspack bereits geleakt wurde. Was hier enthalten ist, erfahrt ihr jetzt. Es gab schon wieder einen größeren Leak, und zwar wurden die Objekte des neuen Pferderanch Erweiterungspacks schon vor ein paar Tagen in der EA-App geleakt, die wir uns heute einfach mal so ein bisschen angucken. Hier seht ihr alle Baumodus-Objekte, von denen es im Pack insgesamt 199 Stück geben wird. Auf jeden Fall ganz spannend, mit einigen Packs gab es ja immer so kleinere neue Gameplay-Objekte. Hier gibt es natürlich auch eins, und zwar diese Maschine, mit der man den Nektar herstellen kann. Aber, wie man gesehen hat, es gibt sonst keinerlei neue Gameplay-Objekte, was ich persönlich ja schon ziemlich schade finde. Bei Zusammenwachsen gab es ja so Spielzeug für Kinder. In diesem Pack leider nichts dergleichen. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen hier einfach mal so ein bisschen durch. Wir haben eine Reihe an neuen Fenstern bekommen, die aber, muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben, so aussehen, als hätten wir die schon ganz lange im Spiel. Irgendwie sehen die genau gleich aus wie die aus Hunde und Katzen, jetzt so aus meinem Bauchgefühl, nur dass sie hier in der Vorschau halt braun sind, anstatt weiß. Mit diesem Ball werden die Pferde interagieren können, das ist auch vielleicht ganz gut zu erwähnen. Dieses Fenster habe ich auf Twitter schon gesehen, haben viele gemeint, dass es das schon fast genauso in Zusammenwachsen gab. Das ist dann also ein bisschen schade. Hier sind die neuen Tanzflächen, von denen es ja immer drei verschiedene Formen gibt. Die kennen wir auch schon aus der Zeit für Freunde Erweiterung. Zu diesem neuen Sofa gibt es natürlich auch einen passenden Sessel, auch ganz wichtig zu erwähnen. Vom Stil her ist es wie zu erwarten natürlich ganz viel Holz, Stein, eher natürliche Materialien, wie man das so sich so vorstellt. Ich glaube, viele im Baumodus freuen sich auch hier über diese kleinen neuen Theken. Die sind auf jeden Fall auch noch ganz schick. Der Bogen hier ist sehr cool. Wir haben neue Klamotten bekommen, die man an eine Kleiderstange aufhängen kann. Falls ihr das traumhafte InDesign Gameplay Pack habt, könnt ihr die natürlich dann auch damit kombinieren. Neue Pflanzen scheinen ebenfalls dabei zu sein, was ich ganz gut finde. Hier so auch neue Kisten. Ich glaube, damit ist es bestätigt, dieser Flechtkorb, den wir im Trailer gesehen haben, wo ich gedacht habe, dass da vielleicht eine neue Fähigkeit oder eine neue Aktivität dahinter steckt, der ist wirklich leider nur Deko. Da haben wir hier ganz viele verschiedene Bronzeschilder, die so ein bisschen 3D sind, aber hier auch wieder ganz schön die Liste voll machen, muss man ehrlicherweise sagen. Hier gibt es so einen Anhänger für Pferde, fürs Auto, der aber natürlich ebenfalls nur Deko sein wird. Was ich auch ganz interessant finde, die Schlafsäcke, die es dann mit Zusammenwachsen gab, gibt es jetzt hier ebenfalls nochmal. Also hier weiter oben war dann noch die erwachsene Version. Also ich glaube ganz ehrlich, die Objekte aus diesem Pack sind wirklich schick. Aber wenn ihr alle Packs für die Sims 4 habt und eher so im Baumodus unterwegs seid, eher im Cars unterwegs seid, denke ich, wir haben das irgendwie alle schon mal in der Art einfach im Spiel gehabt. Es gibt natürlich schon so ein paar kleine Highlights. Dieses Klavier hier ist auf jeden Fall irgendwie ganz lustig. Das ist auch recht neu. Diesen Kuhstuhl mit diesem Kuhmuster mag ich auch immer noch sehr gern. Und natürlich, um einen Stall einzurichten, gibt es hier auch so ein paar essentielle Objekte auf jeden Fall. Aber irgendwie mittlerweile sind wir, glaube ich, so an einem Punkt angekommen, wo wir die Stile und Themengebiete und so eigentlich schon mehr als nur zwei, dreimal durch haben. Also mittlerweile gibt es ja schon vier Packs, die vielleicht so einen ähnlichen Stil sich teilen. Im Erstelle einen Sim-Modus sind es hingegen 148 neue Objekte, also so ein bisschen weniger. Ich glaube, diese Objekteübersicht ist tatsächlich auch noch nicht wirklich final, weil manche Objekte hier doppelt vorkommen oder, glaube ich, eher so Debug-Objekte sind, weil zum Beispiel, was das hier darstellen soll, keine Ahnung. Für alle, die wissen wollen, wie man die Pferde ganz genau personalisieren kann, es gibt natürlich verschiedene Sättel, es gibt hier verschiedene Arten, wie man die Hufe der Pferde gestalten kann. Hier ist auf jeden Fall einiges dabei. Wow, okay, hier sind auch nochmal neue Rasterlocken, die sind irgendwie ganz cool. Hier haben wir so eine Frisur, die hier vorne noch so ein paar detailliertere Strähnen eingebaut hat. Aber bis auf die beiden hier sehen die Männerfrisuren wirklich exorbitant langweilig aus. Das hatten wir schon so im Spiel, das hatten wir schon so im Spiel in mehrfacher Ausführung, was ich dann persönlich immer so ein bisschen langweilig finde. Aber auf der anderen Seite, wir könnten mittlerweile schon fast so 500 Frisuren im Spiel haben. Deswegen ist auch so immer so ein bisschen die Frage, was kann man da noch revolutionäres Neues machen? Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob es wirklich noch einen Stil oder so Objekte gibt, die es in The Sims 4 bis jetzt noch gar nicht gibt.
Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, weil ich glaube, so ein futuristisches Thema hatten wir bis jetzt wirklich noch gar nicht so ausgearbeitet im Spiel. Natürlich moderne Objekte. Das wäre jetzt noch so ein Stil, der mir hierzu auf jeden Fall einfallen würde. Okay, spontan finde ich die Jacke hier sehr cool. So Jeansjacken für Frauen, die eigentlich auch ganz cool aussehen. Hier nochmal so ein Hemd mit so hochgekrempelten Ärmeln. Das haben wir, glaube ich, auch nicht so oft im Spiel, wenn ich jetzt keinen kompletten Quatsch erzähle. Und da wären wir jetzt auch bei den Einhörnern. Es gibt, wie man schon sieht, wäre auch ein bisschen schade gewesen, hier zumindest mal dekorative Hörner. Ich habe ja schon in meinem letzten Video erzählt, dass es theoretisch sein kann, dass wir richtige Einhörner im Spiel bekommen. Das ist jetzt aktuell noch so ein bisschen schwierig zu sagen, da müssen wir einfach noch mal ein bisschen abwarten. Der Gameplay-Trailer kommt ja auch nächste Woche, das wird auf jeden Fall ganz witzig. Wir haben hier auch so ein paar Blumen für die Pferde, die sind auf jeden Fall ganz süß. Natürlich auch Safety First, ein Helm für die Erwachsenen. Der Cowboy-Hut ist ja genial, also... Mit Klamotten haben die Entwickler für die Pferde jetzt hier auch nicht so wirklich gespart. Okay, wenn ich das richtig sehe, ist das hier das einzige Objekt für die Babys bzw. für die Säuglinge. Das ist jetzt so ein bisschen schade. Wir haben jetzt hier auch noch so einen klassischen Hut mit drin. Und oh, okay, die Jacke hat auch irgendwie was. Das hat man schon gefühlt so im Spiel. Ja, also ich muss ehrlich sagen, hier sind jetzt keine extrem krassen Highlights oder auch Überraschungen dabei. Es war jetzt alles relativ vorhersehbar, aber ich glaube, die Auswahl ist doch einigermaßen solide, da kann man nichts sagen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr so die Auswahl der Sachen findet. Sagt die euch zu? Habt ihr euch da vielleicht irgendwas anderes vorgestellt? Das würde mich auf jeden Fall auch mal wieder sehr interessieren. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr die Trailer-Analyse zur Pferdeerweiterung, der schon am Donnerstag, den 6. Juli erscheinen wird, nicht verpassen wollt. Schaut auch gerne bei Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Da könnt ihr die Pferderanch-Erweiterung besonders günstig vorbestellen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.